Willkommen zu einem neuen Video und zu einem ganz neuen Format mit dem super tollen Titel Mikrowelt. Und wie man sich ja schon vorstellen könnte unter dem Namen, hat das was mit einem Mikroskop zu tun. Und zwar eigentlich was ganz Spannendes, aber mehr dazu nach dem Intro. Und ja, richtig, ich habe jetzt auch ein Intro. Geil! So, nachdem wir jetzt das wunderschöne Intro geguckt haben, kommen wir zum Format. Und zwar besteht es daraus, dass ich mir einfach hier mit dem Mikroskop so ein paar Sachen angucken werde. Heute habe ich zum Beispiel meinen Tisch dabei und ein Stück Papier. Und wer Vorschläge hat, was er mal gerne unter dem Mikroskop sehen möchte, scheißegal was, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Und ich werde dann immer wieder peu à peu ein paar davon rausnehmen und gucken, dass wir uns die mal mit dem Mikroskop angucken können. Kurz zum Mikroskop, soweit ich das sehe, ist das ein Mikroskop, was einmal 20-fach und einmal 200-fache Vergrößerung kann. Also nicht ganz krass, aber für den Anfang, finde ich, reicht das. Weil so ein paar Sachen, die ich mir angeguckt habe, bisher doch eigentlich schon ganz cool waren. Und ich würde sagen, ich schalte jetzt auch mal das Mikroskopbild dazu, damit wir, jetzt müsste es funktionieren. Ja, jetzt müssten wir ein Bild haben. Wunderbar, jetzt sehen wir hier schon so ein bisschen rumflackern. Ich habe so ein USB-Mikroskop und da kann man jetzt mal ranzoomen. Wir haben jetzt, wie gesagt, meinen Tisch hier liegen, meinen Schreibtisch. Wenn wir das mal langsam reinzoomen, sehen wir jetzt auch schon, dass das Bild wird langsam schärfer und what the fuck ist das? Das ist doch kein Tisch. Also ich meine, das ist klar, das ist kein, also das ist schon ein Holztisch, aber halt mit so einer Klebefolie drauf oder so, also mit so einem, ne, nicht mit echtem Holz, sondern mit so einer, wie man es aus der Schule auch kennt, mit so falscher Holztextur, nenne ich es mal. Wenn wir jetzt mal hier sehen, das sind einfach ganz viele gedruckte Punkte, weil es eben gedruckt ist und nicht so typisches Holz. Das wäre eine Maserung. Das hier sind wirklich gedruckte Punkte. Und wenn ich jetzt mal noch näher reinzoome, also das war gerade 20-fache Vergrößerung, jetzt gehen wir auf die 200-fache Vergrößerung, wenn das denn klappt. Ja, da kommen wir der Sache schon näher und jetzt müssten wir gleich, jetzt sehen wir schon, das ist halt so mit so ganz kleinen, feinen Fädchen und Härchen zusammengeklebt. Das ist, ich würde fast sagen, Harz und jetzt mal so ein bisschen über den Tisch drüber hin und her schieben, dann sehen wir auch schon, das verändert sich auch so ein bisschen immer wieder. Die gedruckten Punkte sind zwar immer dieselben, ich kann mal versuchen, vielleicht finde ich mal hier eine bessere Stelle. Das sieht man jetzt auf dem Mikroskop nicht so wirklich, aber der Holzboden, also das Holzboden, also die Textur ändert sich so ein bisschen immer von der Farbe auch. Dadurch, dass das Mikroskop ja auch immer an anderen Stellen steht, ich schiebe es gerade so ein bisschen und her, wir können auch mal kurz rauszoomen und dann sehen wir jetzt mal hier, es ist so eine gemischte maserte Fläche und hier sehe ich jetzt so eine Fläche, die ist ja dunkler gestaltet. Da sieht man auch schon, da sind mehr Farbpunkte drauf als wie hier. Das heißt, je nachdem, wie der Tisch aussehen soll, sind hier andere Maserungen drauf. Finde ich eigentlich ganz spannend, dass man das so ein Tisch einfach aussieht. Ich meine, von oben sieht es aus wie Holz, ne, in Streifen und jetzt sehe ich da halt so mit dem Mikroskop so geklebte Punkte und gedrucktes Zeug und ganz faszinierend. Und genau, das wäre Nummer 1 gewesen. Jetzt kommt Nummer 2. So, jetzt sehen wir erstmal gar nichts, jetzt sehen wir langsam was. Nummer 2, das ist so ein Carina Notizblock. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für eine Papierstärke ist. Gucke ich gleich mal noch nach. Und ja, wir sehen hier, es ist schon so liniertes Papier. Was ist liniert? Das ist halt kariert, das sind Kästchen. Kann man ja schon sehen, ne? Das ist hier so ein Kästchen, ne? Und wenn wir jetzt mal noch weiter reinzoomen wieder, dann müsste das Papier auch noch besser zur Geltung kommen. Das ist gerade 20-fache Vergrößerung. Jetzt gehen wir wieder auf die 200-fache Vergrößerung. Und stellen fest, dass da, dass es ähnlich aussieht. Das ist auch wieder so eine gewobene Struktur, hätte ich fast gesagt. So mit so kleinen Streifen. Hier sehen wir es auch wieder ganz gut. Das ist auch wieder mit Fasern. Genau, das ist das, was mir eben eingefallen ist. Fasern. Hier sehen wir jetzt auch gerade mal den, den schwarzen Strich von dem Kästchen. Ich versuche mal, das Kreuz zu erwischen. Wir sehen schon, das ist halt, ich glaube, es ist so ein Ökopapier, also ein Recyclingpapier. Und ja, wir sehen jetzt halt, das Papier sieht schon ganz spannend aus. Ich meine, mit einem krassen Mikroskop sähe es bestimmt noch cooler aus, aber da habe ich gar kein Geld für, deswegen müssen wir mit dem hier auskommen. Aber ich finde eigentlich, das ist auch schon so, er sieht gar nicht mal so unspektakulär aus. Also ich meine, gut, das ist jetzt hier ein komisches Papier, ich kann mal gucken. Ich habe hier noch ein anderes Papier, liegen so ein Spezialpapier, das kann man mal kurz angucken. Das hat wiederum eine andere Struktur, wobei die Struktur ist an sich dieselbe, sind auch wieder Fasern, also Papier unterscheidet sich scheinbar zwischen den einzelnen Qualitätsstufen nicht wirklich, sondern bleibt Papier, wie man schon sieht. Ne, klar, ein paar Punkte drauf, wobei tatsächlich kann ich die mit dem bloßen Auge nicht wirklich erkennen, diese Punkte, die wir gesehen haben.
Aber wir sehen schon, an sich ändert sich dann nichts. Wir können noch einen Test dazu ziehen. Wir können mal kurz, ich habe hier so eine von den Postkarten noch liegen, die ich versteckt hatte. Das ist ja was bedruckt ist. Mal erstmal drauf gucken. Kranker Scheiß, ne? So, das ist halt so bedrucktes Papier. Hier sehen wir ja auch die einzelnen Farbpixel von der Papierpostkarte. Das ist so ein Pappkarton mit so Papierfärbung drauf, ne? Also bedruckt. Und, ja, wenn wir mal genau ranzoomen, sehen wir gelb mit roten und mit grünen Punkten. Und wenn ich jetzt auf die Karte gucke, das ist eine Karte, die zeigt einen Sonnenuntergang. Das hier ist gerade eine Welle. Also, wir sehen schon, anhand der Farbstärke wird auf der Karte die Färbung bestimmt. Und sieht nicht schlecht aus, wenn man das mal so aus der Nähe betrachtet. Das kann man mit einem bloßen Auge ganz knapp noch erkennen. Ich meine, ich nicht. Aber doch, ich schon. Ich bin ja kurzsichtig. Ich könnte das erkennen. Aber jemand, der weitsichtig ist, der würde sowas niemals sehen. Ich meine, der kann das schon so nicht erkennen. Deswegen, ne? Aber ja, das wäre jetzt erstmal die erste Folge von Mikrowelt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr jetzt sagt, so, ja, Wissenschaft, geh weg oder sowas. Biounterricht, Mikroskop, tu mir das nicht an. Oder, ja, geil, guck dir mal, was weiß ich was an. Von mir aus eine Fritte oder sowas. Oder ein Grashalm oder keine Ahnung. Für die Raucher ein Stück Tabak oder so. I don't know. Ich werde mich bemühen, alles Mögliche zu finden. Ich meine, ich bin ja auch kreativ, ne? Ich kenne ja auch Leute. Und ja, deswegen würde ich sagen, das war erstmal die erste Folge. Wie gesagt, Meinungen, Anregungen, Wünsche, alles in die Kommentare. Und auch gerne Bewertungen abgeben, damit ich mal weiß, ob euch das so gefällt vom Programm her. Und ja, bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.